So, Mahlzeit, Freunde, zum Ende unserer dieswöchigen Videoserie hier wieder aus dem Hauptquartier bei Tools for Trends. Noch was von Helle Kontext und wie man auch mal was zweckentfremden kann. Hier zum Beispiel haben wir eine Bauchtasche. Die kann man aber umbauen, weil man kann das hier komplett abmachen, den Gurt, und kann das dann irgendwo anders hier hinten dran durch irgendeine Koppel oder sowas schlaufen, die man vielleicht schon woanders hat. Hier haben wir natürlich Taschen. Vorne wie hinten, kleine, große, für alles mögliche Kleinkram. Aber man kann natürlich durch zusätzliche Klepp-Einsätze mit Gummischlaufen so ein Teil natürlich cooler zur EDC-Bauchtasche umwandeln. Ne? Da kannst du dann wirklich Taschenlampen, massive Folder, Zigarrenzubehör, cool, die Beats dran. Umbauen hier vorne nochmal eine Netzinnentasche für anderes Zubehör, aber hier diese Klettmodule sind wirklich interessant. Die kannst du natürlich überall reinpacken. Hinten nochmal kleine Täschchen dran und vorne noch diese Gummischlaufen in verschiedenen Größen, um diverses EDC-Equipment in so eine Tasche reinzubekommen. Dann liegt es nicht lose drin rum, sondern ist einigermaßen sauber aufgeräumt. Das ist die Bauchtasche. Netten Fancy steht ja auf solche Bauchtaschen. Vorne nochmal große Klettfläche. Und was jetzt auch, ah ja, gut, der liegt auch noch hier rum. Den gibt es auch von Helle Kontext, ne, diese massiven, extrem massiven Gürtel mit der Cobra-Schließe. Cobra Tactical Belt. Made in EU mit Cobra-Schließe. Ne? Hinweis nicht. Glaube ich nicht zugelassen zum Klettern, obwohl die extrem viel aushalten. Verwendet zum Klettern nur professionelles Kletterequipment. Aber im Notfall, ne, da kannst du schon mal einen dranhängen und irgendwo den Hügel hochschleifen. Aber hier steht so nochmal, sei erwähnt, das ist kein Klettergurt. Aber ich denke mal, es gibt keine handelsübliche Gürtelschließe, die mehr aushält als eine Cobra in Verbindung mit einem massiven, gut vernähten Nylongürtel. Das ist für jemanden, wo immer und überall extremes Equipment dabei haben will. Aber hier nochmal eine gute Idee mit diesen Kletteinsätzen, wie man eine Tasche zweckentfremden kann. Das sind normalerweise bei der Amis, die verwenden die, wenn sie auf den Schießstand gehen. Ne, da kann man zum Beispiel zwei Pistolen reinmachen und Magazine und Zubehör. Aber die kann man natürlich wunderbar mit diesen Klettteilen umbauen. Aber hier sieht man wieder schön, kann man Schlösschen durchziehen. Kann man wunderbar umbauen mit Kletteinsätzen, diversen Kletteinsätzen. Ne? Hier hast du normalerweise deine Pistolen drin, aber da kannst du natürlich auch anderes Zeug rein machen. Das ist ja alles, kann man alles rausmachen. Hier ist zum Beispiel wieder so ein Modul. Ne? Da kannst du eigentlich Magazine durchmachen, aber das ist natürlich super für uns EDC-Freaks, für Taschenlampen, Taschenmesser, alles mögliche Equipment. Und kannst du so natürlich so einen Innenraum komplett kletttechnisch gestalten. Diese Tasche hier zum Beispiel ist natürlich hervorragend geeignet. Ursprünglich natürlich wieder für Magazine, oder das ist ja so eine Pistolentasche. Aber hier sind natürlich diese ganzen Schlaufen. Und das ist, sieht man es überhaupt genau, und das ist natürlich perfekt für eine Tasche, wirklich, wenn du hier eine Sammlung mit echt großen Foldern reinpacken willst. Ne? Hier hast du eine, zwei, drei, vier, fünf große Schlaufen. Da kannst du also diese Tasche EDC-technisch mit fünf Monster-Folder kannst du hier, ne, wie sieht man den Panzer-Folder? Da kannst du fünf schöne fette Panzer-Folder reinpacken, hast sie dann in der Tasche hier zu, damit sie hier nicht an anderes Equipment schlagen. Und hier kannst du dir natürlich ebenfalls wieder mit diesen Klettmodulen oder wie sie hier drin war in der Tasche auch hier das Innenteil ausgestalten für weiteres EDC-Equipment. Und dann hast du kleines Zeug, große Folder, alles schön in einer abschließbaren Transporttasche mit dabei. Klettfläche natürlich auch wieder hier vorne vorhanden, ist klar. Also Helle Kontext hat echt cooles Zeug am Start, und mit großen Klettflächen und speziellen Einsätzen kannst du auch noch hier selber variieren und umbauen, wie es dir gefällt. Okay, wollte ich hier noch mal ganz kurz gezeigt haben. Jetzt ist, glaube ich, Schicht im Schacht. Haben wir wieder genug Material produziert. Dann sage ich hier schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hilbini, macht's gut und immer schön, ne? Ausrüstung am Mann.